So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go bzw. Raid am Mittwoch, am Donnerstag, weil natürlich wieder am Mittwoch der Raid-Boss-Wechsel war. Wir einen Community-Raid gemacht haben, gleichzeitig noch ein Real-Talk-Video und gesagt haben, wie bekloppt Niantic ist. Und deswegen nehme ich das zwar Mittwoch auf, die Raid-Mania steht mir also noch bevor, aber ihr seht das trotzdem wieder am Donnerstag, damit nicht am Mittwoch so viele Sachen auf einmal kommen. Mal gucken, wann sie die Raid-Bosse wieder am Dienstag wechseln, sodass wir einfach da einen Community-Raid haben und am Mittwoch Raid am Mittwoch, anstatt Raid am Mittwoch am Donnerstag. Naja, egal. Ich hoffe, wir haben ganz viel Spaß gehabt in der Raid-Mania. Ihr habt fleißig eingeladen. Das Ding ist so einfach zu besiegen mit zwei Accounts, ne? Mit zwei Spielern, da denke ich mal, gab es keine Probleme, selbst wenn ihr alleine seid und mich einladet, konnten wir das machen. Und am Donnerstag, also jetzt wo ihr das seht, heute Donnerstag, habe ich mir eh gedacht, statt 18 bis 23 Uhr gibt es 15 bis 23 Uhr Raids für Zuschauer mit Rayquaza. Wer noch Bonbons braucht, wer einen 100er braucht, wer einen Shiny braucht, kommt rein, weil das ist der einzigste Tag, wo ich das machen kann, und deswegen machen wir das gleich in Überlänge. Jetzt aber genug, denn jetzt kommen wir zu den Highlights der Woche und natürlich auch zu dem Schocker der Woche, aber erstmal zu den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Lenzard. Regirock Trio aus Versehen am Ende sofort reingedrückt beim Heilen und kämpft hier noch mit einem Schlappohr. Aber Mega Schlappohr hat ja dann Kampf, ne? Das ist ja dann auch gut gegen Gestein. Gehen wir mal weiter auf den Monolog. Dream Team, the big one. Brought the largest Pokémon into battle. Wieder einer von denen, die das Spiel immer auf Englisch haben und so spielen. Also, ich weiß gar nicht warum, das hat er mir nicht geschickt. Ich habe das gesehen, dass er sich da so gefreut hat, und da dachte ich, nehme ich das mit rein, damit man mal sieht, wie er sich freut. Grüße an den Dennis. So. Dann Zelda, das blaue Shiny Quabbel bekommen aus den Aufgaben, die man im Heute-Tab hatte. Und das ist auf jeden Fall richtig genial, weil ist jetzt ein seltenes Shiny, gibt es ja gar nicht wild. Da bin ich mit Alita und Glücksfreund geworden, Hannes. Danke Ramon, 100er blaues Quabbel, der hat Dinge, die hab ich nicht, müsst ihr euch mal vorstellen. Dann habe ich mich für Saphir entschieden, das ist nämlich das nächste Ding. Am Wochenende ist die globale Höhentour, wir sind in München, Freitag fahre ich nach München, Samstag, Sonntag spielen wir in München, Montag fahre ich dann zurück. Muss also noch etliches vorbereiten, dass ihr das am Wochenende auch immer Videos habt. Ich habe mich, wie gesagt, für Saphir entschieden, weil ich fand, dass diese Medaille irgendwie schöner aussah als die rote von Rubin. Obwohl ich Groudon lieber mag. Dann, was ich auch cool fand, ich habe ein Video vom Schilling kommentiert. Und der Schilling hat irgendwas gesagt mit Regirock und Trio. Und dass es halt kaum möglich ist, dass da halt wirklich, da müssen schon Leute kommen, ne? Dann könnten die es vielleicht im Trio schaffen. Dann habe ich halt geschrieben, in der Raid-Stunde mit Lennart und Jenna direkt Trio Regirock gemacht. Und dann kommt der Lennart und schreibt direkt nach der Raid-Stunde mit Ramses der Dicke und Jenna das Regirock im Trio gemacht. Und dann kommt Jenna in der Raid-Stunde mit Lennart und Ramses der Dicke direkt ein Trio Regirock gemacht. Und so haben wir uns alle drei irgendwie ergänzt. War nicht abgesprochen, haben die dann so gemacht, fand ich irgendwie lustig. Nochmal Lenzard, endlich habe ich auch eines, Shiny, wohin genau, mitgenommen. Und ein Regirock aus der begrenzten Forschung, leider falscher Account. Sieht man ja am Level, das ist kein Raid, das ist hier Level 15 nur. Dann haben wir Borki, from Zero to Hero, lustiger Tag. Hast du da mehrere davon, ja? Nochmal Borgi, was für Raider Mittwoch, Registeel, Shiny und Regieis, Shiny, ihr seht, das steigert sich schon. Du konntest ja diese drei Codes eingeben und hast dann die drei Regis bekommen. Dann habe ich schon gesagt, im Endeffekt gibt es irgendjemanden vielleicht, der alle drei als Shiny bekommt aus diesen drei Aufgaben. Und das wäre auf jeden Fall richtig brutal. Lennart hat einen bekommen, Borgi hat zwei bekommen, zwei von drei in Shiny, das ist schon echt stark. Besten Bit, also Dr. Best hier, Shiny Krabbit, 100er Krabbit mitgenommen, 100er Dummiesel. Ein Bockwurst King zeigt uns hier eine Zeit. Wann fängt der Raid jetzt nun an? Ich würde mal sagen in 10 Minuten und 45 Sekunden, noch offensichtlicher kann man es ja nicht hinschreiben. Net Ghost, juhu, von eBay 6 Euro ausgegeben und funktioniert.
Das sind die Aufgaben, da haben wir mal diese Spezialforschung vom Professor verlost mit Medaillen und eine Karte habe ich hier gehabt, die ich dann an den Riese geschickt habe. Der NetGhost hat sich einfach das jetzt auf eBay geholt. Ihr könnt ja mal gucken, wenn ihr auch eine Medaille wollt und diese Forschung oder diese Karte, dass ihr bei eBay reinschaut, vielleicht werdet ihr fündig. Pokehandler, 100er Mediti, Shiny Gladiandri, Shiny Haspiror, Shiny Tauboss, Shiny Dummiesel für Raid am Mittwoch, Koselinchen, zwei Shinies diese Woche, die ich noch nicht hatte, Charmian und Mamfaxo, aber in Glücks, da könnte ich sprechen komplett, ist nicht meins zum Glück, dann hat sie sich noch, toll, das 100er Regieis hinterhergeholt, das ist genau das, was mir fehlt von den Regis. Naja, mal gucken. Ich tausche weiterhin jeden Tag mit meinem Glückspartner ein Regieis in der Hoffnung, noch ein 100er zu bekommen. Koselinchen, noch ein 100er. Weiß gar nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Beide Kontinental. 100er Purmel. Beide Kontinental. Warum nicht? Dann sehen wir hier noch Zwirllicht, Vandrippier. Das Kosi 100. Warum hat die das nach WP sortiert? Absteigend, aufsteigend, gar nicht steigend. Da unten ist 5, da oben 2. Das steigt vom kleinsten 100er zum größten 100er ist das hier sortiert. Aber das 100er Cosmog ist auf jeden Fall immer noch das Highlight der Woche. War aber schon mal. So, MacMaggie, 100er war dabei mit Pummeluff. MacMaggie, ein Shiny war dabei mit Registeel, ein Scorpions. 100er der zweite, diesmal Aquamarin. Glückwunsch. Mission 10 Millionen beim Doppelt-Entwicklungs-EP-Event. 730 getauschte Macholo, Nebulok, Abra und Kleinstein sind 1460 Entwicklungen plus 1102 Session gleich 2562 mal 4000 EP je Entwicklung gleich 10.248.000 EP. Ich habe das gelesen und gedacht, was, das will er alles in der Pummeluff-Rage-Stunde, in der Pummeluff-Spotlight-Stunde machen, weil es da doppelte Erfahrungspunkte gab fürs Entwickeln, aber nein. Während des Proto-Grollen-Events gibt es ja doppelte Entwicklungs-EP, glaube ich, die ganze Zeit und da will er das einfach alles durchrotzen. Tobi sehen wir hier für Raider Mittwoch. Shiny, Lunatone, Illumise, Torkoal, Nosepass, Love Disc, Gladios, Seviper, Mediti, Weimar, Snurrund. Ja, das Torkoal sieht auf jeden Fall gut aus. Rest interessiert mich eigentlich nicht. Und 4 Sterne, Groudon, Palimpalim, Illumise, Bonita und Flurmel. Groudon wohl noch immer am coolsten von den Sachen, die hier drauf sind. Aluhut hier auch nochmal 100er Stolunior, Sören ausgebrütet, 100er Reislaus. Wenn man auf dem zweiten Account mal den Stapel abarbeitet, 100er Gekkabor, Jenna erlöstes Nidoran in 100% und ein Tirana, Fulnona. Ja, wer regelmäßig Raids für Zuschauer guckt, der weiß, was damit auf sich hat. Skinny, vielleicht ist das ja was für Raider Mittwoch. Das ist eigentlich voll fett und cool. 100er Kekleon aus dem Tausch heraus wäre auch was, was man machen könnte. Jeden Tag 100 Kekleon hin und her tauschen in der Hoffnung, dass mal ein 100er dabei rumkommt, egal ob lucky oder nicht, ist auf jeden Fall was, was man als seltenes 100er dann mal maxen könnte. Tiso, bei mir geht das einfacher. Die gibt einfach 0 ein und dann werden ihre 0% Pokémon angezeigt, weil die halt so benannt hat. Aber ihr könnt ja den Suchbegriff auch abspeichern, sodass ihr den in einem Filter als Favorit und dann ist das ja total und das hat die Elke mir, glaube ich, erklärt und das habe ich schon wieder vergessen. Deswegen gehen wir zum Daniel Love. Der hat ja letztens gezeigt, sein schwerstes Pokémon ist Groudon mit 1600 Kilogramm. Sein leichtestes ist Flabebe mit 0,06 Kilogramm. Frag mal, ob jemand ein Pokémon mit 0,01 Kilogramm hat. Hat jemand ein Pokémon mit 0,01? Also, das mit dem Staub wurde unterboten, das mit dem schwersten wurde, glaube ich, nicht über Boden, aber vielleicht hat hier jemand was, was weniger als 0,06 ist, vielleicht sogar 0,01. Lukas, Shiny Regirock aus einem Raid, dann Selal, Shiny Schalkwa, Hutut, Roselia 100, Voltilam 100. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Katzen, ja, das ist richtig genial. Nochmal Selal mit Shiny Zickzacks, Felilu Shiny, Snubbull Shiny. 5 großartige Curveball-Würfe in einer Reihe. Geh mal weg mit Magnetilo, Yanma und Zubat, das ist alles zu wild und macht Sachen. Nimm lieber Quaff Quaff, nimm Ponita, nimm Weimar.
in der Mitte, keine Faxen, so ein Riesenkreis, so muss das sein. Dann, worüber jeder redet, was wir heute auch als Video gemacht haben, also gestern, dann bei euch ist es gestern, bei mir war es heute. Was passiert, wenn der Yentik diese Rage, diese Fan-Rates begrenzt? Der Yentik denkt sich dann also, dass das passiert, nämlich dass alle zusammen dann plötzlich in den Parks sich wieder treffen und zusammenfinden und hin und her. Was wirklich passiert ist, dass die meisten wohl dann einfach die App deinstallieren werden und werden nicht mehr spielen. Ist ein sehr trauriges Thema, genau wie hier. Was haben wir denn gemacht? Stop Weekly Remote Box for One Coin. Also erst haben sie einen Coins Box entfernt, wo es einen Fanpass drin gab. Dann haben sie die 3 Fanrate Pässe auf 300 Coins erhöht, die sonst 250 waren. Dann haben sie Elite Raids eingeführt und naja, man konnte nicht einladen, es waren Vor-Ort-Raids. Und jetzt sagen sie auch noch, wir machen einen Pass für 150 und man darf aber nur 6 Stück insgesamt am Tag vielleicht machen. Also es wird immer schlimmer. Niantic möchte nicht, dass ihr raidet zusammen. Sie wollen, dass ihr lieber zusammen raidet, aber Niantic? Ich weiß es nicht. Zapdos Annika hier. 100er Glücksele Zeber, erlöstes Dick da auch bei 100er, bei Zapdos Annika. Dann ein Bild Arctos Dani mit einem 100er Bronzel, was ich sehr lustig fand. Auch 100er Bronzel bei Zapdos Annika. Und dann hat sie geschrieben, die Bronzel saßen beide direkt am selben Ort. Das ist ja das Gute. Ab Level 30 sind die IV bei jedem Trainer gleich bei einem wilden Pokémon. Das heißt, wenn der ein 0%iges hat, dann ist dieses Pokémon bei dem anderen auch 0%. Wenn das ein 100er ist, dann kann man sagen, ey Jungs, hier sitzt ein 100er. Und dann können sich alle dieses 100er holen. Unter Level 30 ist das nicht. Da ist das Bronzel bei dem einen 100, bei dem anderen 0, bei dem anderen 60. Aber ab Level 30, ab dem Trainer Level 30, wenn ihr da drauf drückt und der andere ist auch Level 30, mindestens sind die IV bei jedem gleich. So funktionieren Bots und Maps und alles andere, Bobs. Und Matt Wurst. Dann nochmal Annika. Hier nochmal Zapdos Annika. 100er Snubbull. Hannes. Shiny Parfi. Benjamin. Mit nur Sekrom ging auch gut. Der Orkan von Taubos hat auch Wetter Brust gehabt. Zack. Stromstoß. Kreuzdonner. Draufgezimmert. Weggemacht. 135 Sekunden Restzeit. Dann Veteranrang erreicht. Und so wird an Fasching gearbeitet. Hat er ein Bild reingeschickt von sich. Ist das ein Klumander? Das sieht aber, was ist das denn? Ist das, das ist gar kein Pokémon, oder? Soll das ein Kangama-Kostüm sein? Weil er hat eine Bauchtasche, wo eine kleinere Version von dem drin ist, was er auf dem Kopf hat. Also, ich weiß nicht. Das sieht auf jeden Fall lustig aus. Ist bestimmt einfach so ein random Kostüm. Und wenn ich mir die Schnude oben angucke, denke ich, das ist ein Evoli. Nur in Orange statt Braun, vermischt mit Kangama. Ja, aber sehr lustig auf jeden Fall. Gut drauf hier, der Sören. Ach, der Benjamin. Warum verwechsel ich immer Sören und Benjamin? Und warum verwechsel ich immer... Ja, Julchen und Shania, genau. Warum hat jeder einen Doppelgänger? Was ist mit Netghost als Scorpions? Ihr macht mich komplett blemblem. Elke zeigt uns hier... Vom Disney Gamer ein Pokémon, was sich viele gewünscht haben, mit einem Abenteuerhut, nämlich Raupi. Warum lieben die alle Raupi? Raupi einfach. Raupi Shiny mit diesem Abenteuer-Cowboy-Hut, was auch immer. Elke hat mich dann gefragt, sie hat einen Schatten gesehen, sie dachte, sie hat einfach schon alles. Und dann sieht sie diesen Schatten und konnte sich nicht vorstellen, was das ist. Aufgabe an euch, schreibt mal in die Kommentare, welches Pokémon hier an diesem Pokestop sitzt. Ich weiß es. Ich kenne mich ja aus, aber wisst ihr es auch? Cumulus, Schnäppke, Shiny mitgenommen. Dann Frage, erlösen oder nicht? Ist ein 98er Krypto? Ich sag, wenn du kein 100er hast, 100er aber sammelst, dann erlöse es, weil mit dem machst du als 100er nichts, mit dem machst du aber auch als Krypto nichts. Das muss also nicht stärker als Krypto sein als normal, weil du damit eh nichts machst. Kannst du also auch erlösen für eine 100er Sammlung. Cumulus aus der Wildnis, Sessel, Schigi, Furzer, 100er Shiggy mitgenommen, Lenzhardt, 2. 100% Miltank. Was soll ich damit machen? Eins für Super, eins für Hyperliga pushen. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand mit Miltank irgendwo in GBL kämpft.
Aber ich kämpfe auch nicht so oft, deswegen ich würde einfach halt das Höchste von beiden behalten und das andere wegschmeißen. Und dann kannst du es ja mal pushen aufs Maximum, wenn du Bock hast, aber musst du eigentlich auch nicht, weil damit macht man meiner Meinung nach gar nichts. Lenzart hat das Game mal wieder kaputt gemacht, das dritte Mal schon in 3 Wochen, glaube ich. 2 Quiegelhäufchen aufeinander und dann ist es groß und fett und die Bälle auch, 2 Bälle, 2 Quiegel, aber vertauscht, weil da sind 2 Quiegel mit einem Ball, dann 2 Bälle mit 1 Quiegel. Brainy hier mit dem Shiny Zickzacks, mit dem Shiny Quabbel in der roten Edition, Feuerwehrfra in Ettlingen, durch Tausch erhalten, ein God of War, Mega Raids gemacht, God of Wars getauscht und 100% erhalten, Glückwunsch dazu, auch durch Tausch erhalten, ein Galopper, tauscht also immer mit dem Papa, dann Pfiffchen Shiny mitgenommen, Lamus 100%, Nalidon im Glückstausch 100er Octillerie bekommen. Habe ich vorhin auch Rayquaza Raid gehabt, bin rein, habe einfach mal ein paar Leute eingeladen, die gerade online waren. Habe ich auch Alidon Balu drin gehabt, eingeladen, das hat auch wunderbar funktioniert. Grüße gehen also raus. Dann hier Malina 112, 100% Regi Eis. Das sieht eigentlich aus, als wäre es ein Shiny, oder? Es ist ein Shiny. Normal müsste es ein Shiny sein, da steht nichts weiter dabei. Ich sehe es nicht, keine Ahnung. Ist für mich aber nicht der Schocker der Woche, egal was es ist. Elke hier noch. Shiny Marmolita, Shiny Chanera. Da war ich gerade auf dem Klo und habe geschrieben, bin gerade fertig. Nein, da ging es darum, ob ich schon fertig bin mit Upscreenen oder sie noch was einschicken kann. Da habe ich gesagt, bin schon fertig. Dann Shiny Pandia Nummer 9, Shiny Toxibet, Shiny Tauxi 100. Vivian 100 auf dem Kaisi-Account, 100 Nidoking Glücks, Granbull 100, Jungblut 100, Taubos Shiny, Mamfaxo Shiny, also Capufala, ja, Mamfaxo, Shiny Eneko, Shiny Zickzacks, Shiny Taubsi und dann Genaya hatte irgendwie so einen Anfall vorhin, dann hat sie mir das geschickt. Evil Dom und Dark Ray. Wenn ihr das versteht, ihr habt ein Quiz heute drin. Was hat das mit dem Schatten? Wer ist der Schatten? Und zweitens, was hat das zu sagen? Evil Dom und Dark Ray. Dom und Ray. Ja, gut. Mal gucken, ob ihr es rauskriegt. Soll ich sagen, das war es von meiner Seite aus? Nein, aber jetzt kommt natürlich noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche, haltet euch fest, kommt diesmal von Dantro26. Sieht aus wie eine Katze. Von Dantro26 und er hat es wirklich geschafft. Das, was ich noch gesagt habe bei dieser Forschung, wo du alle 3 Regis bekommst, den Code eingibst, die 3 Regis dann bekommst, die können shiny sein. Bei mir war keins shiny, beim Lennart war 1 shiny. Bei Borki waren 2 Shiny, beim Dandro waren alle 3 aus der Forschung Shiny, alle auf Level 15 und das ist so ein einmaliges Ding, das gab's noch nie. Finde ich auf jeden Fall mega genial, für mich ist das Schocker der Woche, alle 3 abgeholt, alle 3 Shiny, was ein Glück natürlich. Und voll gemacht, falls er die noch nicht hatte. Hattest du schon alle 3 auch als Shiny vorher oder war eins davon sogar der Dex-Eintrag vom Shiny, das würde mich noch interessieren. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Ich glaube, bevor ich das jetzt schneide und in die Raid Mania gehe, lege ich mich trotzdem nochmal hin. Mir ist nämlich total schwummrig die ganze Zeit. Einfach nur Stress, 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 Umzug machen, tun, hin und her, Rennerei. Dann am Donnerstag, also nach dieser Folge, wenn ihr das seht, gleich noch hier auf 8 Stunden Stream irgendwas hin und her. Da hilft nur Tee. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Fallout, euer Ramses.